Es geht weiter bei Let's Play Final Fantasy 6. Ja, wir werden noch gleich den Turm wieder verlassen. Ich habe nämlich noch zwei Sachen, die ich ganz gerne erledigen möchte. Es ist Zeit, in Kefkas Domäne einzudringen. Was ist los? Zähl es. Die Statuen geben Espern die magische Energie, die sie zum Leben brauchen. Werden sie zerstört? Was passiert dann? Ich bin nicht sicher, aber... Esper und auch Magie werden wahrscheinlich von dieser Welt verschwinden. Und dann... Was wird mit Terra passieren? Ja. Was wird mit ihr passieren? So, wir können uns jetzt eine Dreiertruppe aufbauen. So, die Zweiertruppe wird aus... den Leuten sein, die ich auch gelevelt habe. So. Und da wir quasi Umaru als auch Gogo eigentlich nicht bekommen sollten, storytechnisch. Oder? Passt. Haben wir natürlich jetzt zwei Charakter im Überschuss. Die dann quasi auf deinem Luftschiff bleiben und dann drauf aufpassen. Die Statuen sind da vorne. Aufteilung in drei Gruppen wechseln mit dem Y-Knopf. So. Ich meine... Man könnte jetzt irgendwie zurück, aber... So. Ja, jetzt sind auch alle Leute wieder hier drin. So. Wir nehmen zum einen Mock in die Truppe auf. Wir nehmen Sabine in der Truppe auf. So wie Gau und ach komm, wir nehmen noch mal Shadow in die Truppe rein. Rüsten die natürlich gleich auch aus. Er kriegt erstmal seinen Muggi-Zauber und die Sprintschuhe. Mehr brauchen wir glaube ich auch gar nicht. So. Jetzt lass mich mal eben kurz mit den Lexi überlegen. Zum einen müssen wir jetzt nämlich ich meine hier hin. Denn hier ist so ein armer alter verwirrter alter Mann. Oh, hallo. Oh ja, ihr wart klasse. Deshalb sind wir... Schnell, den Stuhl reparieren. Und damit dann aufs Dach. Los. Du meinst wohl... Gau, könnte das dein Vater sein? Oh. Hey, Gau. Er ist es, nicht wahr? Vater? Ja. Er ist definitiv dein Vater. Hm? Gaus Vater? Wow. Genau. Das wollen wir deinen Vater nicht verheimlichen. Er soll dich kennenlernen. Einen Moment. So kannst du nicht bei ihm aufkreuzen. Ich habe eine Idee.
gehen wir nach die Tour und kleiden dich neu ein. So, wir kleiden jetzt Gau komplett ein. Nein, Gau, nicht mit den Fingern essen. Ja, nicht ja, sondern wenn du ja meinst. Ho! Wie gefallen dir die oder die da? Naja. Habt ihr was gesagt? Nein, nichts. Oh je. Welches wird es sein? Oh, das ist schön, aber ob das Gau stehen wird? Tja. Was? Nichts. Was? Nichts. Welch kecker Hut. Gar nichts. Augenblick, wo ist der Hut? Das ist es. Gau gehen zur Beerdigung? Man guckt sich das mal an, das sieht irgendwie aus wie Sabins. Perfekt, funktional, aber sportlich. Ich weiß nicht recht. Puh, völlig außer Mode. Entschuldigung, Sir, habt ihr Kleider auf Lager, wie ich sie trage? Unmöglich! Setzer, wie kannst du nur daran denken, ihn in diese Aufmachung zu stecken? Okay, Gau. Nun würde sich jeder Vater über einen Sohn wie dich freuen. Ho. Guten Tag, Sir. Wer zur Hölle? Oh, der Klempner. Ihr hattet einen Sohn? Hallo? Sohn? Genau, tatsächlich ist der am Leben. Komm her, Gau. Vater. Was soll das? Dieses ganze Sohngetue. Ich hatte nie einen Sohn. Aber jetzt, wo du es sagst, ich hatte einen Albtraum. Ein Dämonenkind wurde geboren. Ich packte die Kreatur und eilte hinaus ins Welt. Als ich dort ankam, schrie sie wie am Spieß. Nicht doch. Ich ließ das Dämonenkind dort liegen und ohne mich umzudrehen, stürzte ich Hals über Kopf davon. Hättet ihr die Güte, mir zuzu... Plötzlich hörte das Geschrei auf. Ich blickte mich um und sah ein Monster. Grauenhaft. Es schüttelt mich, wenn ich daran denke. Ich gebe auf. Aber du, junger Mann, hast bestimmt stolze Eltern. Während ich das Dämonenkind an das Dämonenkind denken muss. Du Alter! Er hat völlig den Verstand verloren. Gau, ich brat ihm eins über. Entschuldige. Vater lebt glücklich. So, man merkt also nun, dass dieser alte verwirrte Mann, habt ihr bereits alles repariert? Ja. Das ist Gaus Vater. Und ja. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo mein nächster Bestimmungsort ist. Danach mache ich auch hundertprozentig jetzt erstmal den Turm, weil danach habe ich wirklich nichts mehr. Da ist nur Gaus Vater. Ich
wüsste jetzt auch nicht, wo das sein sollte. Ich suche nämlich jetzt, ich hole nämlich jetzt für Sabine seinen finalen Blitz. Seine finale Blitztechnik, aber... ich guck mal eben kurz nach, wo das ist. Also, bis gleich. Hier befindet sich nämlich das Ding. Also, ich bin jetzt schon mal so frech gewesen und bin da hingeflogen. So, man kann auch ab Level 70, meine ich auch gelesen zu haben, eben gerade diese Attacke lernen. Allerdings, warum nicht jetzt schon? Duncan! Ja, warum so überrascht? Dachtest wohl, ich wäre... Duncan, ich bin ja so froh. Huch, Sabine, das kann nicht... Tränen? Mir ist nichts passiert. Die Erde tat sich weit auf, um mich zu verschlingen. Aber ich rettete mich. Sabine, es wird Zeit, dein Training zu vollenden. Benutze diese neue Fähigkeit, um Kefka zu besiegen. Hände hoch! So, die kämpfen jetzt miteinander. Und zack, 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 zack. Dies ist der Kreuzbruch. Auf Englisch Bum Rush. Geht, setzt Kefka in die Luft. So, den will ich natürlich auch noch zeigen. Und da nehmen wir erstmal das hier ab. Und... ich weiß gar nicht mehr, wie er geht. Ich meine... So. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah. Das war der Bomb Rush. Hirntoter. So. Das war's jetzt allerdings. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder, wo die... okay. Wenn wir dann wieder direkt in Kefkas Turm sind. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhead FB meldet sich ab.